Oh, wirklich, da kommt doch nicht eine. Ich würde sagen, ich will gar nicht viel Zeit verlieren, meine Damen und Herren. Warte mal, das ist doch da hinten, sind doch die. Ja, war ich doch vorhin schon, oder? Ist das jetzt quasi, bin ich gerade wieder zurückgekommen zu dem Lager? Nee, ist es nicht. Was für ein Lager ist denn das hier? Hier lebt niemand mehr, oder? Ja, hier nehmen wir erstmal mit, was wir finden können. Fleisch kann ich gleich nochmal braten, das brauchen wir auch. Da grillen wir gleich mal was. Ja, und wir hatten, ich hatte das letztens, hatte ich einen Zuschauer, der kam frisch rein und der meinte, ich habe mich, wenn du dich so verskillst, musst du nochmal einen Spielstand laden, von bevor du dem Lager beigetreten bist und so. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht 20 Spielstunden in den Sand setzen, zumal ich ja, ich habe ja mich gar nicht verlevelt. Ich habe mich halt für einen schweren Weg entschieden und eigentlich wollte ich auch nicht Paladin werden. Ich bin dem Lager auch nur beigetreten, weil ich es musste, weil Onas Hof, da habe ich mir halt mit Sentenza verscherzt und der Kord, der wollte mir nichts beibringen, also konnte mir nichts mehr beibringen. Und ich hatte die Lernpunkte dafür jedenfalls nicht. Und dadurch konnte ich eben auch den nicht beeindrucken. Und wenn man die nicht beeindrucken kann, dann heißt es am Ende, nö, wir machen das hier nicht. Und ich hätte die Quest mit den vermissten Leuten machen müssen. Ich hätte mich gegen Dexter schlagen müssen. Dann wäre ich auch wahrscheinlich ich habe etwas gefunden. Gut durchgekommen. Ach, guck mal, Honigtabak und eine alte Steintafel und ein Amulett. Was für ein Amulett ist das? Was haben wir für ein Amulett gefunden hier? Amulett der Priester. Ja, maximales Mana. Wir sind zwei Brüder aus einer Kaste. Brauche ich nicht. Nee, das nützt mir nicht. Das suchende Irrlicht, es ist irgendwie auch Quatsch. Das weiß ich auch nicht. Das bringt mir auch nicht gerade. Weil die Waffen, die hier so rumliegen, ja, weiß ich nicht, Digga. Oh nein, schon wieder so ein Mistvieh. Ach, komm, Mann. Die gehen mir auf den Sack. Hau ab, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Natürlich, es war so klar, ey. Ach. Zum Glück habe ich gerade 48 Fleisch gebraten. Oh, ey, das geht mir auf den, das geht mir. Also es gibt zum Beispiel in ganz Korinis, ja. Nee, im Korinis, also in der ganzen Welt, wo Korinis davor ist, also die Stadt ist, gibt es keine Tiere mehr, wo ich noch Fleisch kriege. Ne? Scavenger alle weggemacht. Ich habe auch am Anfang. Ein Zuschauer, ich würde sagen, es war der wahre Satan, hat auch immer gesagt, ich soll nicht die NPCs die Viecher platt machen lassen. Ich habe ganz viel versucht, Geld zu verdienen erstmal und habe dann auch immer gehofft, dass ich mal den letzten Schuss mache. Ist aber selten gelungen. Hat dazu geführt, dass ich wirklich einige Erfahrungspunkte auch verloren habe, sinnlos. Weil hier liegt eine Leiche. Oha. Kommt da einfach angerannt hier. Ich hab zum Glück eine Paladin-Rüstung an. Ja, moin. Das ist wichtig. Machen wir den zerfetzten Körper mal. Wenn ich hier gut rauskomme und einige Erfahrungspunkte mitnehme, mach ich mir kaum Sorgen. Maran erstmal loswerden. Dann die Sumpfratte loswerden. Mann, die lebt ja noch! Da ist nichts zu holen. Noch mehr Sumpfratten. Okay. Da siehst du, er schießt so gut, schießt er immer noch nicht. Pilze. Hör doch noch was. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah, hier ist es. Ist wichtig, ist Fleisch, ne? Ganz wichtig, ist Fleisch. Heilkraut, Feuerkraut, meine ich. Leute, wisst ihr was? Ich habe mich verlaufen. Sag ich euch, wie es ist. Ich habe mich verlaufen. Oh, ich habe keine... Der zieht den Bogen nicht mehr. Nein, ich habe keine Pfeile mehr. Oh nein, ich habe zwei Drohnen hier. Oha, und ich bin tot. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh mein Gott. Jetzt wird es ganz wild. Jetzt wird's ganz wild, wenn ich keine Pfeile mehr habe. Was wirklich, habe ich hier oben das letzte Mal gespeichert. Ist das schon wieder mein Ernst gewesen gerade? Krieg ich das nicht auf die Reihe, mal einfach einen Spielstand zu speichern, wenn ich irgendwas eingesammelt habe? Wird das nicht? Krieg ich das nicht hin? Was ist denn da los?
Oh nein, ey, kein Bock. Armbrust kann ich nicht. Oh nein, jetzt muss ich im Nahkampf an die Sache ran. Die Pfeile muss ich mir aufheben. Das ist ja ein... Oh nein, ey. Oh mein Gott. Oh, was habe ich wieder... Wieso mache ich das wieder? Wieso? Warum? Und leider ist es so, dass man mit Armbrust... Also für Armbrust braucht man eben nicht Geschick, sondern Stärke. Was ich nicht verstehen kann, weil... Zielen kann man entweder so oder so, also Zielen ist doch immer Geschick. Ich habe etwas gefunden. Also verstehen tue ich es nicht, was das soll. Die alte Steintafel haben wir hier auch am Start. So. Ob das alles von Greg verbuddeltes Zeug ist? Na gut, dann heißt das jetzt für mich rein in den Nahkampf. Einfach um mir die paar Pfeile, die ich noch habe, aufzuheben. Das heißt, jetzt kommt das wieder an, ey. Oh. Den muss ich aber abschießen, das nützt ja nichts. Ich muss ein bisschen Abstand zu dem gewinnen. Also die Sumpfdrohnen gehen nicht anders, die muss man abschießen. Jetzt werden wir erstmal in Heilung zu mir nehmen. Oh. Nein! Oh Mann! Ach, komm da auf, ey! Eine Güte, ey. Hier ist eine Sumpf... Hier ist eine Heilwurzel, okay? Ich esse dieses ganze Kraut nicht, ne? Die ganzen Kräuter, die esse ich alle nicht, weil ich denke immer, die brauche ich noch für irgendwas. So. Essen wir uns erstmal wieder gesund. 4 Stück muss ich davon reinziehen. Oder 3 reichen? Naja, 3. Ich nehme noch einen 4. Wie viele Pfeile habe ich noch, meine Damen und Herren? Hä, gar keine mehr? 28. Oh, oh. Ich habe gar kein Geld. Das heißt, ich muss jetzt gegen die Warane, gegen die Ratten, alles im Nahkampf machen. Ein wichtiger Pfeil. Und das ist so assi. Guck mal, wie schlecht ich als Nahkämpfer bin. Ne? Aber ich brauche das Fleisch. Da unten ist ein Waran. Da ist die Leiche. Sollen wir mal gucken, ob der Waran gleich hierher kommt. Heilpflanze. Ich kann vom Waran nicht wegspringen, wenn ich hier mit dem Rücken an der Wand stehe. Oh, da kommt er. Ich muss irgendwie hier. Okay, der kommt. Kriege ich den hin? Okay. Kein Schaden genommen, das war wichtig. Da ich nichts zu holen. Den hatten wir. Hier gibt es noch eine Pflanze. Feuerkraut. Hier ist halt überall. Ich habe nicht mal eine Karte von hier. Das ist auch schade. Ich hätte gerne eine Karte. Aber ich weiß nicht. Kriege ich die im Banditenlager zu kaufen? Die lassen mich ja nicht mal rein. Das kotzt. Ja, komm. Wir sind zu schaffen, ne? Immer nur einen Sprung zurück machen, wenn er zubeißen will. Dann kriegt man das auch hin. Mit dem Schwert trifft er zumindest. Also das ist natürlich noch nie passiert, dass er mit dem Schwert daneben schlägt. Das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Unkraut gibt es hier noch. Jetzt haben wir erstmal die Baraninskis weggemacht. Muss ich echt im Nahkampf hier ran. Es geht mir auf den Sack. Guck ich mal hier noch, ob es hier was zu holen gibt. Feuerkraut. Hier wächst natürlich unfassbar viel Zeug. Da ist doch eine Höhle, oder? Das ist doch eine Höhle da. Oder mal. Oder was ist das hier? Ne, eine Höhle ist es nicht. Aber ich höre was rumstürmen. Ja, wie viele denn noch davon? Ach, hör auf, ey. Sumpfgasdrohnen.
wieder vergiften lassen, ey. Also die gehen mir auf den Sack. Wirklich. Sumpfgastronen, weiß ich nicht, was das soll. Also wirklich. Viehzeug, ey. Aber da ist noch eine Ratte. Ja, da. So, die war nicht schwer. Okay, wo geht's weiter? Hier, Waldbeere. Da war noch irgendwo mein Pfeil. Da muss noch mein Pfeil liegen. Der hat nämlich bestimmt gerade wieder einen Pfeil runtergeschmissen. So, aber jetzt sind wir ja hier. Hier waren wir gerade schon mal. Und hier hätte ich jetzt gedacht, dass hier irgendwas war, was wichtig ist. Aber war nicht, ne? Pilzerie. Und wieder höre ich irgendwas. Oh, Mann! absolut nachzuvollziehen, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, mit der Mod-Community, es ist ja der absolute Wahnsinn, wie krass einfach auch die geilen Mods. Also es gab ja, ich habe das jetzt erst gelesen, es gab damals schon gleich rechtzeitig, gleich fast gleichzeitig wie auch den die Nacht des Raben-Mod, ne? Gab es fast zeitgleich, gab es einen 2004 schon. Oh, und der soll aber nicht so gut sein. Da wollte ich mal gucken, ob es von dem Mod auch eine aktuelle Version gibt, die man heutzutage sozusagen spielen könnte. Ist die da hinten? Da ist eine Sumpfratte noch. Die Sumpfratte nervt natürlich ein bisschen, aber die Sumpfgastrone, die ist richtig mies. Und ich kenne das hier nicht, weil ich damals die Nacht des Raben nicht als Add-on besessen habe. Das kenne ich also gar nicht. Das ist für mich völlig neu hier. Mann! Also eine dumme Ratte macht mich kaputt, ne? Grafik damals habe ich jetzt irgendwie in Erinnerung. Es ist so, ich habe ja durch die Mod und durch die... Also das ist ja auch durch die ganzen Mod-Community und so weiter. Die haben auch Grafik-Texturen-Pakete und alles rausgebracht. Das Spiel ist nicht mehr wie damals, ne? Also von der Grafik her auch. Es gibt geile Shader auch mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wir müssen da mal gleich gucken, wenn die Sonne aufgeht, ne? Ist der Hammer. Wenn ich einfach öfter mal einen kritischen Treffer hätte, das wäre schon ganz nice, ne? So, jetzt kämpfe ich mich hier so ein bisschen durch. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich höre doch wieder was. Noch eine Ratte! Mann, wie viele Kinder noch? Immer 140? Immer 140 Erfahrungspunkte. Das ist wichtig. Und das ist Fleisch. Fleisch ist auch wichtig. Was ist jetzt hier oben? Hörst du das, die Melodie? Warum klingt das jetzt auf einmal so anders? Habe ich etwa den Tempel gefunden? Bin ich jetzt durch ein paar Umwege hier hingekommen und habe den Tempel gefunden? So schon mal nicht. Kommt man hier hoch irgendwie? Oh. Da kann man ganz schnell gefährlich reingehen. Ich habe nicht mehr viele Schüsse. Wenn ich jetzt noch ein paar Goblins da drinne finde... Ich brauche unbedingt Pfeile. Ich muss bei irgendjemandem Pfeile kaufen. Ohne Geld. Oder ich muss Pfeile selber bauen. Da muss ich aber erstmal was dazu finden. Wo bin ich? Ein normaler Mole Rat? Ja. Gothic 2. Die Nacht des Raben. Lieber Mod. Auch hier. Ah! Wir haben wieder ein Versteck von Greg gefunden, glaube ich. Oh, das habe ich nicht mehr gehört. Ist er jetzt so leise gewesen gerade? Die Musik ist so schön, oder? Jetzt haben wir endlich mal kurz ein bisschen Ruhe. Don't forget to save. Ich darf das Speichern nicht vergessen, ne? Das ist einfach auch wirklich so ein schönes Spiel. Aber ich brüte leider jetzt kein Dämon aus. Ich habe nämlich nicht gespeichert. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Einen Lederbeutel. Einen Trank. Aber sonst nichts. Ja, toll. So, ich bin ein bisschen angespannt, weil ich suche ja den... Ich suche ja eigentlich diese komische Ruine, zu der eigentlich der Typ da unterwegs sein sollte. Und ich weiß nicht, ob ich mich da nicht... Ich habe mich völlig verlaufen, Freunde. Das ist schon mal ganz klar, ne? Aber auf einer Anhöhe soll die... Och!
Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Da hätte ich mich auch teleportieren können. Ich habe einen Teleporter gefunden. Okay, zu dem Teleporter teleportieren wir uns gleich mal hin. Da gehen wir aber dem Typen Bescheid sagen, dass wir einen weiteren Teleporter gefunden haben, damit wir noch einen Stein mitnehmen können gleich. Deswegen klingt das hier so schön, die Musik. Weil wir wieder zurück sind bei den Magiern. Oh, hallo Dominik. Welches Online-Spiel spielst du? Spielst du Escalon Online? Also ich habe wirklich überlegt, ob ich nicht mal mit euch gemeinsam, wenn ihr Lust habt, in Escalon Online reingehen würde. Das ist ja quasi Gothic 2 in Verbindung mit der Risen-Welt. Und das interessiert mich schon sehr. Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass es so viel mit Schreiben zu tun hat. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Wegen Raven. Er hat eine Goldmine und lässt die Gefangenen darin nach Gold schürfen. Das sieht ihm ähnlich. Du musst die Gefangenen da rausholen. Ja, doch, ich arbeite dran. Ja, doch, ich arbeite dran. Wegen der Reliquien. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Ach so. Beeil dich aber damit. Ja, okay, das haben wir. Ah, ja, okay. So. Adanos. Adanos schenkt dir das Licht. Guck mal, hier haben wir den. Ist der das hier? Ich glaube, Medarion, ne? Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig. Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's sehr, nicht. Sehr gerne, nehme ich Geld. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Ich brauche erstmal einen Händler. Saturas, ich brauche erstmal einen Händler. Bei dem war ich doch gerade. Warum hat er mich nicht gut, selber angekommen? Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Yarkendal. Ja, jetzt haben wir's. Es gab Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Okay, vielen Dank für die Likes, Olegus. Vielen, vielen Dank. So, wo soll ich nach den Herrenhäusern suchen? Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Yarkendal beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Okay, Riordian. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Adanos möge dich schützen. Boah. Also, jetzt gehen wir mal mit, ich glaube mal, in einen der Teleporter rein. Und zwar, ich glaube, das könnte der hier sein. Zum Sumpf. Ah, steht sogar dran. Ich würde nur mal die Rüstung wieder wechseln. Und zwar, wenn ich jetzt als Bandit darüber fliege. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen... Achso, wir gehen erstmal zu Riordian. Nicht, dass ich aus Versehen voll ins Banditenlager reinschieße. Hey, Riordian, erzähl mir mal was. Saturas schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Yarkendal durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Na, erzähl mal. Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Ah, das sind die Orks. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Okay, eine haben wir bei den Orks gesehen. Wegen der Herrenhäuser. Ja. Erzähl mir nochmal, wo sich jedes... Okay. Das haben wir auf jeden Fall gesehen schon. So, Riordian, also wir waren bei den Orks da. Das haben wir gefunden, glaube ich. Ich denke, da bin ich mir fast sicher. Dann gehen wir nochmal in den Sumpf jetzt rein. Was ist das erst gleich? Ach so. So. Hier waren wir und jetzt, das ist die Stelle. Und hier sollten wir ja langlaufen. So, und jetzt gehen wir mal in diese Richtung hier. Jetzt gehen wir mal nach da oben. Ich muss jetzt alles im Nahkampf machen, ist ein bisschen schade.
Oh, halt, nein, das ist die falsche Richtung. Dann gehen wir in die Richtung. Dann gehen wir jetzt da hoch. Auf eine Anhöhe. Ach, guck mal einer an. Zwischen den Pflanzen auf einer Anhöhe. Also ob das da oben das ist? Okay, Rüstungswechsel einmal bitte. So, Ritterrüstung. Jetzt gehen wir mal da oben rein. Also, so wie es aussieht, ist das da oben das Haus, in das der uns schicken wollte. Da ist ein Varan davor. Den Varan schaffen wir, wenn er alleine ist. Ist halt doof, wenn man das sieht, ne? Gut, okay. Man muss ein kleines bisschen mit Strategie muss man rangehen. Und wie man das macht, habe ich aber von euch gelernt, weil ich das selber überhaupt... Oh, noch einer. Überhaupt nicht konnte. Mann, ich bin so ein schlechter Kämpfer! Oh. Oha. Aber der trifft immer öfter mal kritisch. Vielleicht sollte ich doch jetzt mal wieder 10 Landpunkte in den Nahkampf investieren. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, meine Damen und Herren. Das ist auf jeden Fall eins der Haupthäuser. Und da drin finden wir was. Das hat er ja gerade schon beschrieben gehabt. Auch der andere. Edgar, oder wie hieß er denn? Ich hab's nicht gesehen. Voll reingerannt. Ah. Oha. Da habe ich mit dem Rücken an der Wand gestanden, meine Damen und Herren. Das war auch wieder so ein dünnes, knappes Ding. Ja, bevor das hier gleich wieder endet, bevor es angefangen hat, speichern wir und heilen uns kurz hoch. Okay, und dann, meine Damen und Herren, gehen wir hier in das Haus rein. Und dann machen wir für heute aber schon Schluss. Ich weiß, ihr kommt gerade erst von Arbeit, kommt gerade erst rein. Ihr freut euch jetzt geil, den ganzen Abend bis 23 Uhr wird die Gothic gespielt. Aber ich für meinen Teil bin schon gleich fertig. Guck mal, hier haben wir auch wieder. Das können aber nicht alles Greg sein. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das kann nicht alles von Greg sein. Das ist irgendwas anderes hier. Greg hat die, glaube ich, in Corinnes versteckt. Nicht hier. Das ist einfach nur durch Zufall über die Mod hier reingekommen oder über das Add-on damals, über die Nacht des Raben. Gibt's hier oben noch was, irgendwie, wenn man die Treppe hochgeht? Oh, da ist eine Steinstatue da oben, wer das richtig gesehen hat gerade. Ich hab's gesehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die gleich zum Leben erweckt, meine Damen und Herren. Weil dann habe ich ein ganz großes Problem. Weil ich nämlich, wenn die jetzt mich angreifen würde, ich habe nur noch mit dem Bogen 3 Schüsse. Ob der Bogen gut überhaupt wäre, weiß ich nicht. Aber als Nahkämpfer bin ich jedenfalls nicht. Und was suchen wir da drinnen nochmal? Irgendeine Steintafel, würde ich sagen, suchen wir da drinnen, ne? Oh, da ist doch eine magische Barriere. Hier komme ich gar nicht rein. Ach nee, ist bloß ein... Okay, das ist nix. Ist bloß ein Spinnennetz. Oha, wirklich, da kommt doch nicht eine. Oha. Okay. Also die sind zu besiegen, die gehen. Die gehen. Aber das, ja. Der hat jetzt gleich noch welche mit. Zum Leben erweckt. Kommt der hier raus, wenn ich jetzt den... Kann ich den rauslocken? Oha, alle! Ach du Schande, ey. Wie geht das? Wie soll ich das schaffen? Das tut schon mal nicht, ich weiß. Wie mache ich die?
Der erweckt die alle zum Leben. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich mit meinen letzten drei Schüssen noch... Aber guck mal, wie wenig Schaden ich nur mache. Irgendwie ist das dünn. Das war... Oh, das ist es. Das reicht nicht. Ich muss mir was... Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Da muss ich irgendwie... Einen nach dem anderen. Ob ich wegrennen kann? Doch, habe ich bestimmt. Die, ach, die rufen jetzt alle noch. Die machen das alle. Ich muss mal gucken, was ich für Zauber habe. Also meine Unterstützung ist wahrscheinlich das Wegrennen. Wegrennen und dann vorbei drauf schießen. Was Besseres fällt mir nicht ein, ne? Okay, Die kommen ja alle hinterher gerannt. Okay. Ich habe tatsächlich noch gar keinen Zauber benutzt jetzt in diesem Spiel. Feuerball, wir können jetzt mal eins probieren. Ich kann jetzt mal eins machen. Ich lock den jetzt an und renne mal mit dem raus. Wenn er dann nämlich irgendwas macht, kommt er mit? Da kommt er mit. Aha, jetzt geht er wieder rein. Jetzt geht er wieder rein. Okay, na dann. Versuchen wir mal erstmal, das hier draußen hinzukriegen. Er kommt. Okay, also... Schlüssel eines Steinwächters. Jetzt ist die Frage, ob der jetzt... Ich speichere jetzt mal unter einem anderen Spielstand, weil es kann jetzt sein, dass der jetzt die anderen nicht mehr ruft und dann würden mir ja Erfahrungspunkte verloren gehen. Aber vielleicht hat er auch die anderen gerufen. Oder mal gucken. Die sind beide, die schlafen alle noch. Jetzt schlafen die alle. Ah, so würde das also funktionieren. Okay, so kriege ich die einzeln. Das geht. Das funktioniert. Jetzt gucken wir erstmal, ob ich hier in der Kiste suche, finde, was ich brauche. Grüne Steintafel. Ja, moin! Wir haben die grüne Steintafel. Das ist genau, was wir gesucht haben. Was ist denn hier noch so? Ein Ring. Trank. So. Das heißt, ich kann die Steinwächter angreifen. Und dann muss ich nur gucken, wenn ich jetzt gleich hier die beiden angreife, dann wird es so sein, dass die jetzt bestimmt gleich die sich gegenseitig auch wecken. Rostiges Schwert, Fackel. Skelett, Knochen. Da bin ich aber mit dem Bogen nicht gut dran bei denen hier. Muss natürlich mal schauen. So kriege ich die aber gleich einzeln. Warte mal. Achtung. Schlag in den Rücken, hast du gesehen? Das gab Punkte extra. So, und ich bin ja als Paladin ganz. Aber guck mal, die hat nichts. Die haben alle nichts. So, und die Sarkophage, meine Damen und Herren, die machen wir nächstes Mal auf, wenn wir wieder da sind. Wenn es wieder heißt. Gothic